Wer eine der romantischsten Seiten von Mallorca sehen möchte, sollte diesen Ausflug nicht verpassen. Die maurischen Gärten von Alfabia. Wahrscheinlich sind Sie bei einem Ausflug nach Sóller schon einmal direkt vor der Tür vorbeigefahren, denn die Gärten liegen unscheinbar von Palma auskommend am Eingang des Tunnels, der nach Sóller führt, in Bunyola. Hier ist es immer erfrischend kühl, selbst wenn es auf der gesamten Insel heiß ist. Das 1,5 Hektar große Terrain wurde von den Mauren angelegt. Das erklärt auch den geschickten Umgang mit Wasser, in dem die Mauren ja Meister waren. Erst im 18. Jahrhundert wurden die Paseos angelegt, die man bis dato auf der Insel gar nicht kannte. Die Blickachsen zum Haus hin waren von Ulmen, Pappeln oder Platanen umsäumt, die von kleinen, künstlich angelegten Bächen getränkt wurden. Hier sieht man exotische Baumarten, die seinerzeit aus Südamerika mitgebracht, hier angepflanzt wurden. Bekommt auch eine Ahnung vom feudalen Lebensstil der christlichen Rückeroberer, die 1229 die 4 Jahrhunderte lang dauernde Besetzung Mallorcas durch die Mauren beendigten. Die Wohngebäude sind ebenfalls zu besichtigen und unterstreichen den Schatz, den dieses Anwesen für Mallorca darstellt. Wer es ganz romantisch möchte, fährt mit dem Zug nach Sóller und steigt vorher an der Station Bunyola aus.